Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Alice Madness Returns. Ja, letzte Episode haben wir ein paar gute Kämpfe hinter uns gebracht. Und wir sind jetzt in so einem Teekannendorf gelandet. Die Erde ist hinter uns zerbrochen. Die ist wirklich zerbrochen, wie beim Erdbeben. Und alles ist in die Tiefe gestürzt. Warum? Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Jupp, fahren wir da runter. Ein Geschirrer. Versteht's? Ein Geschirr. Uah! Wow, geil! Einfach drauf, Alice! Man hat gerade voll gesehen, wie einem der Kopf aber gefallen ist. Boah, Alter, ich schnell zieh mir doch sowas von durch. Ist das geil, ich liebe es. Alice kann feindlichen Attacken ausweichen. Ja, das war sie. Mag ich nicht. Oder muss ich? Ich muss das, glaube ich. Oh, halt drauf! Aha! Oh, da drüben rollt der Kopf! Oh Mann, das ist ein Zaun! Hallo, lieber zu Hause? Okay, nice! Okay, okay, okay. Easy! Ihr wisst es anvisieren. Übrigens auf mein Mausklick, das ist viel einfacher. Hau drauf, Alice! Scheiße, ich check das irgendwie noch nicht. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht. Ich drücke die ganze Zeit. Möchtest du fortfahren? Natürlich möchte ich fortfahren. Okay, da ist der letzte Speicherpunkt. Ich check das noch nicht ganz. Gut, wir hüpfen da runter und die Action beginnt. Zack! So gut. Hoppala. Okay, probieren wir das jetzt einfach nochmal. Also immer wenn es dann so langsam wird, ne? Ach, scheiße. Okay. Okay, man braucht einfach ein bisschen Übung da noch. Zack, 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 zack. Schnetzel, Schnetzel.
Jetzt habe ich Lust auf ein Schnitzel. Weil ich da mein Schnitzel sage. Meine Güte. Ich hab doch! Boah, Leute, das ist... Oh Gott, schaut mal, das schaut wie cool aus. Das... Da, Rose! Nein, ich muss die Rose einsammeln! Gib mal die Rose. Oh. Also das muss ich echt nur üben mit dem Ausweichen, das ist ein bisschen... schwierig. Okay, aber gibt's da jetzt noch irgendwas? Wer hat da... Mhm. Da. Oh, so ein Kampfanzug oder so. Hey. Wer tut denn da immer so? Ich muss gegen die nicht kämpfen oder so. Okay, dann kommt man nicht hoch. Das ist doch... Ist das echt der, was da tut? Ich mache mal klar und schau, ob da irgendwo Hinweise sind. Vielleicht kann ich ja reden, mit einem nur reden, wenn ich klar bin. Na, kann ich auch nicht. Okay. Da ist was in diese Richtung. Huch! Ha! Ah! Moment, da habe ich jetzt Leben dazu gekriegt, oder? Ich probiere das jetzt nochmal. Ja! Aber das ist ja cool. Gut, dass man das Spiel nämlich nicht verrat, ja? Auf das muss ich wieder selber drauf kommen. Hutmacher da oben, okay. Na gut. Naja, gut, aber das wären halt auch wieder Zähne, gell? Ich werde die jetzt nur einsammeln, weil... Was so ist, ne? Ich komme da eh nicht mehr zurück, dann wenn ich da drüben bin. Tot. Na toll. Ich glaube, da waren eh keine mehr. Na, da unten waren keine mehr. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Hutmacher. Wenn das der Hutmacher überhaupt ist, ich weiß eigentlich gar nicht. Let's have a look. Wow, meine Güte. Verirrt und keinen Schimmer wohin? Versuche es mit Schrumpfen, wenn du Veilchen siehst. Ist man geschrumpft, wird der Schrumpfsinn verborgene Pfade und Hinweise enthüllen. Oh, schaut's einmal. Das ist ja cool. Oh, da drüben ist wieder die Mörderpuppe. Also in die Richtung ist der Tod. Tod. Ich muss dann nachher durch Schrumpfloch. Okay, 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 ganz ruhig. Gut, ich gehe jetzt einmal darüber. Zantis. Zack. Eine Erinnerung. Genau so könnte es passiert sein, Alice. K
Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Okay. Okay. Ich schaue jetzt nochmal durch Schlüsselloch. Denn ich glaube, in der Richtung, wo ich jetzt gerade war, geht's weiter. Achso. Dann schauen wir erstmal, was da los ist. Aha, schaut euch das an. Hätten wir eine Flasche übersehen. Sonst gibt's da nichts. Okay, dann gehen wir wieder. Hilfe, wo ist denn der Weg? Ich steck fest. So, jetzt. Gut, dann holen wir uns die Blümchen da auch noch. Wegen den Zähnen. Denn wir wissen ja, je mehr Zähne, desto besser. Denn umso mehr Upgrades können wir uns dann holen. Und das ist natürlich super. Zack. Okay. Pfeil, da ist ein Ohr. Das heißt, das ist ein Schnauzer, schätze ich mal, in der Nähe. Was sagt ihr, das Büdel davon? Das ist sicher die Mörderpuppe. Da ist der Schnauzer. Zack. Aha. Vielen Dank, lieber Schnauzer. Tschuk, tschuk, tschuk. Oder sollen wir das? Das wäre natürlich auch möglich. Gut, ich würde... Ein Picknickkorb ist da oben, oder wie? Yes! Her mit dem Loot! Ja, nice! Gibt's da sonst noch was? Ich hätte gern mehr. Mehr! Boah, schaut das geil aus! Boah, ich finde das gerade richtig geil. Da würde ich gern wohnen. Da wirklich gern wohnen. Schaut mal bei der Insel da gerade aus, wo es unten da alles oben hängt. Der Gabi und so. Boah, es gefällt mir sehr gut. Richtig cool. C. Oh ja. Boah, mir gefällt das. Boah, mir gefällt das so gut, wie da die Zahnräder umherfliegen und so. Das wäre ein Stopp für mich, ich sag's euch. Gut, dann. Aber es hört sich nicht besonders stabil an. Gott, das schaut wieder so nach Kampf aus, oder? Kein Kampf, okay. Seilbahn holen. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert.
Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall, es geht um Wand. Und nun halte ein und den Mund nicht zu sagen. Typisch. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm heraus. Und wir haben ein anderes Gewand an. Steampunk-mäßig. Schaut ziemlich nice aus. Passt halt auch sehr zu dieser Gegend da gerade. Okay. Finde den Hutmacher. Ist jetzt sehr komisch, oder? Weil sie hat doch einmal gesagt, dass der Hutmacher nichts von so neuen Technologien und so hält. Und die Seilbahn war von Hatter Industries, also vom Hutmacher. Naja, ist halt dann ein wenig komisch. Und ich höre irgendwo ein Grunzen. Ich höre die. Frage ist nur, komme ich da runter ohne. Ich weiß nicht, ob ich da runter. Oh. Nein, da unten ist keine Ebene, auf der man laufen darf. Gut, dann würde ich sagen, dann. Okay, die kann da schweben. Aber wo ist das Schweinchen? Wo ist das Schweinchen? Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ach so, gut. Da ist das Grunzen aber voll leise wieder. Hey, das gibt's doch nicht. Hoppala. Das ist doch eh so riesig, das muss man doch irgendwo sehen. Oder das ist vielleicht da dahinter. Aber da ist es auch ganz laut. Okay, geh da mal durch. Schaut richtig cool aus. Boah, da war ich fast runtergefallen. Wo bist du, Schweinchen? Das kann ja überall sein, weil es fliegen auch noch kann. Naja, gehen wir mal weiter. Siehst du das da? Ziehventil drehen. Was willst denn du von mir?
Aber da ist kein Grunzen mehr. Mann, wo ist denn dieses Schweinchen? Vielleicht sehe ich es von da wo? Ist es über mir? Da oben. Warte mal, da unten ist ein Loch in der Mauer. Seht ihr das? Also ist das, wo ich mit der Gondel, glaube ich, reingeflogen bin. Gut, ich komme da niemals. Also so komme ich da sicher nicht rüber. Die Musik ist ja so laut. Habt ihr gesehen, liebe Leute? Ich meine ja immer, dass es da wo ist. Na, vielleicht. Wahrscheinlich schwebt es genau über mir oder so. Es ist so laut, Mann! Wo ist? Das macht mich wahnsinnig! Boah, nein, ich finde es einfach nicht. Ich habe jetzt so lange das Schwein jetzt gesucht. Keine Ahnung, ich werde jetzt einfach mal weitergehen. Ärgerlich ist sowas. Vielleicht sehe ich es ja, wenn ich weiter oben bin. Mal schauen. Drüben ist so eine Blume. Komm ich da rüber? Natürlich. Da sehe ich einen Weg. Da ist eine Flasche. Oh, das bewegt sich sogar. Boah, das ist aber hui. Boah! Ich hole mir jetzt den Zahn da noch. Ups, oh, wo ist die Flasche? Muss ich. Da ist das Schweinchen! Seht ihr das? Ah, Mann, die kriege ich. Boah, das hat mich echt wahnsinnig gemacht, das Schweinchen. Wahnsinn, hey. Boah, ich hab's dauernd grunzen gehört. Also, es war doch in dem Loch, was ich gesehen hab. Boah, ich hätte mich so geärgert, wenn ich das nicht gefunden hätte. Okay, ich glaube, das war's, oder? Woanders bringen wir die eh nicht hin, die Dinger. Ich schau jetzt nochmal. Darüber, aber gut, da ist dann eh nichts mehr. Okay, alles klar. Boah, Leute, ich bin jetzt wieder so glücklich. Gut, dann können wir ja jetzt fortfahren. Gut, dass ich echt eine halbe Ewigkeit jetzt gebraucht habe, bis ich. Also, dass ich da jetzt umhergeschaut habe, das Schweinchen zu finden. Tschau!
Okay, alles klar. Schwups. Was ist denn das da oben überhaupt? Das sind schon Gegner, oder? Aber ich kann es nicht anvisieren. Ich mach das einfach so. Okay, sind weg, oder? Nein! Oh mein Gott! So, jetzt haben wir mal geschwind die Zähne da drüben ein. Zack, zack, zack. Gut. Und wir gehen da rein. Oh, schaut mal. Kann ich das... Nein, es ist kein Feind. Eine Glühbirne mit Flügeln. Ein Glühwürmchen. Ein Glühbirnchen. Oh Mann, ich bin ja so lustig. Ein Glühbirnchen. Okay, was macht es? Aha, jetzt sind die da rüber geflogen. Warum? Keine Ahnung. Da ist so eine Blume, aber die glaubt die. Aha. Die Blume kalt mir noch auf, falls ich Leben verliere. Nice. C. Boah, die Perspektive ist voll schräg gerade. Hä, wieso über denn da? Okay. Oh nein, es ist schon wieder zu spät. Ich stecke fest. Ab und zu stecke ich mal fest. Das sind zwei Zähne und da sind Dodos, die gerade gebraten werden. Aber liebe Leute, ich würde sagen, ich mache eine Folgenpause. Und wir werden in der nächsten Episode da weiter erkunden. Und vielleicht finden wir sogar einen Hutmacher. Ich hoffe es, denn der hat sicher Antworten, auf was da alles abgeht und so. Denn eigentlich haben wir keinen Plan, ne? Was da jetzt im Wunderland los ist. Alles ist ganz komisch und jeder mag uns angreifen, warum auch immer. Wir werden es hoffentlich herausfinden. In der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.